Hallo Kackbratzen. So, can you move, Uru? Karen? Wow, I really can't move my body. Bei dem Namen Climax Entertainment kommt einem sofort die Shining-Reihe in den Sinn oder auch die Stalker-Spiele, die uns auf dem Sega Mega Drive oder auch Super Nintendo begleiteten. Noch besser wurde es dann mit dem Tochterunternehmen Climax Graphics, die uns dann die unfassbar schlecht guten Spiele wie Illbleed oder auch Blue Stinger vor den Latz knallten. I see you're Erico Christie and you're 18 years old. From this point on is a hunting area. Es war jedenfalls eine herrliche Zeit damals, wobei man die Innovationsversuche des eifrigen Entwicklerstudios doch teilweise als sehr seltsam bezeichnen könnte. Nun rückte der Release für die Dreamcast näher und man suchte verzweifelt nach einem Rollenspiel, mit dem man die Fans an die schöne neue Konsole aus dem Hause Sega binden könnte. Man hatte noch immer den Geschmack von einer toten Katze im Mund, denn ihr Versuch, das eigentlich sehr gute Lady Stalker des Super Nintendo in 3D und unter dem Namen Dark Savior auf die Sega Saturn zu bringen, ging ein klein wenig in die Hose. Und so versprach man, für das allererste Rollenspiel für die Dreamcast alles richtig zu machen, als man den neuen Titel 1998 auf der Tokyo Game Show präsentierte. Es war ein Spiel mit zufällig generierten Dungeons, mit Auftritten von Welten und spielbaren Charakteren aus früheren Spielen von Climax Entertainment im Crossover-Stil, einem Minispiel für die Dreamcast, VMU Memory Card und sogar die Möglichkeit, online zu spielen. Die Wirklichkeit war aber dann ein klein wenig anders, was sich leider ganz schnell herauskristallisierte, als man 1999 dann das Spiel in Japan unter dem Namen Climax Lenders veröffentlichte und dann ein Jahr später auch im Westen, dann allerdings mit dem Namen Timestalker. Vermutlich, weil man vermeiden wollte, dass man den Namen mit einem Spielzeug für den weiblichen Intimbereich verwechselt. Könnte. Wenn man sich jetzt aber die leicht käsige Story so anhört, ist sie weit davon entfernt, in uns einen kognitiven Orgasmus auszulösen. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle des jungen und ziemlich hochnäsigen Kriegers Sword, nicht zu verwechseln mit Cloud, der mit seinem Messer durch den Wald läuft, bis er plötzlich auf einen sehr merkwürdigen Typen mit einer Axt trifft. Noch bevor wir überhaupt kapieren, warum der Typ uns in zwei Hälften schneiden wollte, nimmt er schon die Beine in die Hand und macht sich aus dem Staub. Natürlich laufen wir hinterher, um das blöde Weichei zur Strecke zu bringen. Die wilde Verfolgungsjagd endet in einem Schloss und hier beginnen die Dinge ein wenig verrückt zu werden. Sobald wir das Schloss betreten, ändern sich die Wände und Türen verschwinden. Wir sind jetzt zwar eingesperrt, aber so können wir dem Weichei von vorhin die verdiente Trachtprügel verpassen. Als wir dann allerdings das Schloss verlassen, müssen wir feststellen, dass sich unsere Welt ein klein wenig verändert hat. Wie das in käsigen Heldengeschichten so ist, treffen wir sehr schnell auf einen alten Typen, der uns zur bestandenen Prüfung beglückwünscht und wir uns nun einen echten Helden nennen dürfen. Allerdings hat diese Geschichte einen kleinen Haken. Da wir nun der neue Held im Erdbeerfeld sind, dürfen wir auch gleich ausziehen, um die sterbende Welt zu retten. Vermutlich muss ich nicht extra erwähnen, dass es sich hierbei nicht um eine stinknormale Welt handelt. Es scheint, als hätte eine göttliche Macht Stücke verschiedener Welten genommen und sie wie Knete zusammengefügt. Nur war das eben kein Ding für die Ewigkeit. Leider ist dieser zweifelhafte Prolog der Höhepunkt der Handlung des gesamten Spiels. Die Mission unseres Helden besteht im Wesentlichen nur darin, durch die Stadt zu laufen, bis man einen Dungeon findet, den man betreten kann. Dann wird der Dungeon gesäubert. Man läuft wieder durch die Stadt, bis man erneut einen neuen Dungeon findet, den man dann ebenfalls säubert und so weiter und so fort. Und wie oft glaubt ihr, werdet ihr nun diese Schleife ausführen? 20 Mal, 55 Mal, 123 Mal? Weit gefehlt, denn schon nach 8 Dungeons ist Schicht im Schacht. Und da es im gesamten Spiel eben nur 8 Dungeons und eine einzige Stadt gibt, hat Timestalker offensichtlich ernsthafte Probleme, den Spielern ausreichend Kram zum Erkunden zu bieten. Aber das ist bei weitem noch nicht das schlimmste Problem, das man mit diesem Spiel hat. Man darf sich echt fragen, was bei den Leuten von Climax los war. Ich weiß nicht, ob der Chefdesigner einen Tag vorher sich mächtig die Kante gegeben hat, aber mir erschließt sich nicht so ganz die Spielmechanik. In einem Rollenspiel möchte wohl wirklich jeder seine Party zu einer übermächtigen Kampftruppe hochleveln. Korrigiert mich jetzt hier, falls ich mich irren sollte, aber warum sonst buttert man unzählige Stunden in die Fertig- und Wertigkeiten seiner Charaktere, damit man von Dungeon zu Dungeon immer mächtiger wird? Und was macht Timestalker, wenn man den Boss eines Dungeons erledigt hat?
man fällt auf Level 1 zurück. Und das ist wohl die beste Belohnung aller Zeiten, nachdem man sich ewig seinen Arsch mit zahlreichen Kämpfen aufgerissen hat. Ich meine, man beginnt jedes Mal in einem jedem Dungeon von vorne, womit die Kämpfe jedes Mal spannend bleiben. Aber hätte man das nicht auch irgendwie anders lösen können? Und ein hübscher neuer Titel, der dem Namen hinzugefügt wird, reicht halt nicht wirklich aus, um den Spieler bei Laune zu halten. Das Kampfsystem ist das Standarddings, das man wirklich in einem jeden Rollenspiel finden wird. Allerdings gibt es bei Timestalker einen kleinen Unterschied, mit dem man dieses 0815-Gameplay-Schnickschnack-Dings auf ein komplett neues und frisches Level bringt. Zusätzlich zu den üblichen Kampfbefehlen hat man einen Capture-Befehl eingebaut. Damit zieht der Charakter eine Kapsel aus seiner Tasche und je nach Capture-Rate des Gegners kann man ihn dann einfangen. Ich frage mich, wo ich das schon mal gesehen habe. Jedenfalls ist es eine nette Zugabe und man kann bis zu 8 Kreaturen mit sich herumtragen, was dem System eine frische neue Note verleiht. Und es macht auch schon irgendwie Spaß, seine kleinen Taschenmonster zu trainieren. Allerdings sollte man auf deren Loyalität achten, denn es kann mitunter vorkommen, dass sie einem im Kampf nicht mehr gehorchen, was dann am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden könnte. Und es ist ja auch nicht alles schlecht an den Kämpfen in den Dungeons. Zum Beispiel kann man die Kamera um 360 Grad drehen, um so einen besseren Überblick zu erhalten. Allerdings war es das auch schon mit den positiven Dingen und befindet man sich beispielsweise in der Stadt, hat man absolut null Kontrolle über die Kamera. Was einem mitunter sehr auf den Zeiger gehen könnte, sind die entsetzlichen und ziemlich zahlreichen Clipping-Fehler. Häufig kommt es vor, dass der Charakter zur Hälfte in einer Wand verschwindet. Es hat zwar direkt keine negativen Auswirkungen auf seine Spielfigur, aber rein aus optischer Sicht macht das eben keine wirklich schöne Sache. Allerdings verheddern sich auch Feinde in den Wänden und bleiben dort kleben. Da sie nicht besonders schlau sind, braucht es manchmal eine gefühlte Ewigkeit, bis sie sich aus dem Clipping-Gefängnis befreien können, was dann aber auch bedeutet, dass es manchmal eine Ewigkeit dauert, bis überhaupt ein Kampf beginnen kann. Der Kampf als solches ist jetzt nicht wirklich schwer zu verstehen und je nach Waffe hat man ein paar verschiedene Kampffähigkeiten. Im Grunde steht einem sowas wie ein leichter, mittlerer und schwerer Schlag zur Verfügung. Jeder dieser Schläge verbraucht eine bestimmte Anzahl an Vitalitätspunkten und wurden alle Punkte aufgebraucht, dauert es eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder aufgeladen haben. Wer nicht warten will, kann einen Vitalitätsapfel essen, allerdings nur wenn man Platz in seinen Taschen hat. Denn leider kann man nicht unbegrenzt viele Gegenstände halten und wer gibt denn bitteschön ein wertvolles Item auf, nur um sich einen dämlichen Apfel in seine Tasche stopfen zu können? Wie gesagt, sind die Kämpfe vielleicht einfach zu verstehen, allerdings sind sie nicht immer einfach zu meistern. Das liegt aber eher daran, dass sie sehr schlecht ausbalanciert sind. Einige Kämpfe sind nicht besonders anspruchsvoll, aber man darf sich nicht in falscher Sicherheit fühlen. Denn aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen kann es vorkommen, dass man sich komplett hochnäsig in einen Kampf stürzt und schon nach binnen weniger Sekunden komplett vernichtet wird. Bosse sind auf der anderen Seite meist eine Lachnummer. Viele von ihnen richten sogar weit weniger Schaden an als ganz normale Feinde. Muss man nicht verstehen. Aber mal abgesehen vom sehr seltsamen Kampfsystem und dass es keine wirkliche Charakterentwicklung gibt, hat das Spiel ein wirklich sehr, sehr großes Problem. Allein schon die Eröffnung könnte einem ein Gespür auf das geben, was einem in den nächsten knapp 11 Stunden bevorsteht. Es ist eine sehr merkwürdige Story, die von Stunde zu Stunde immer merkwürdiger wird, bis zu dem Punkt, dass man sich nicht mehr einen feuchten Dreck dafür interessiert. Und warum sollte man auch mitfiebern? Sword ist quasi so sympathisch wie ein Sackreis und man baut eben keine wirkliche Bindung mit ihm auf. Und dazu gesellt sich noch eine seltsame Story, dass es einem beinahe schon kackegal ist, ob nun diese magische Welt in seine Einzelteile zerspringt. Auch grafisch kann sich Timestalker nicht vom Mittelmaß abheben. Sowohl die Hintergründe als auch die Charaktere nutzen die Leistungsfähigkeit der Dreamcast absolut nicht aus. Die Feinde sehen relativ langweilig aus und die Animationen wirken nicht wirklich überzeugend. Meist ist sogar das Gegenteil der Fall. Und ich weiß, dass das eines der allerersten Spiele für die Dreamcast ist, aber man hätte schon ein wenig mehr Liebe zum Detail erwarten dürfen. Wenigstens sind die Licht- und Magieeffekte ganz gut gelungen. Etwas besser macht es schon die Musik. Hier bekommen wir den klassischen Rollenspiel-Sound auf die Ohren. Manchmal ist der Soundtrack in den Dungeons sogar relativ stimmungsvoll, aber der Rest ist der gewöhnliche Mischmasch an Drama und leichten Melodien. Sprachausgabe wäre eine nette Ergänzung gewesen, aber leider oder vielleicht zum Glück muss man darauf in Timestalker verzichten.
Wer etwas mehr Zeit mit dem Spiel verbringen möchte, kann sich auf seiner VMU eine Handvoll Spiele installieren. Es gibt sogar einen ziemlich ansprechenden Dungeon Crawler, aber der Rest gleicht eher einem Tamagotchi-Klon, mit dem man seine gefangenen Monster ein wenig trainieren kann. Insgesamt ist Timestalker nicht wirklich ein schlechtes Spiel. Aber da es das erste Rollenspiel für die Dreamcast war, hat man trotzdem etwas anderes erwartet. So ist die Enttäuschung im Nachhinein dann doch größer und spielt dann lieber ein Grandia 2. Preislich befindet sich das Spiel noch im Bereich des Machbaren, aber Timestalker ist eben jetzt nicht das absolute Must-Have. Wer neugierig genug ist und mal einen Blick auf den Titel werfen möchte, kann das gerne machen. Der Pokémon-Part kann Timestalker noch irgendwie retten, aber insgesamt sollte man nicht allzu viel erwarten. Es sei denn, man mag Charaktere, die so cool wie Steine sind, eine monotone Story und komplett langweilige Gegner. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.